Okay, liebe Freundinnen und Freunde, lieber Berus, erstmal vielen Dank für die Einladung hier. Ich will mich kurz vorstellen und ein paar Gedanken und ein paar Worte dann im Anschluss sagen zum Themenkomplex, der auch so ein bisschen auch andiskutiert worden ist jetzt beim letzten zwischen Verhältnis Revolution, Demokratie, vielleicht auch Revolution, Demokratie, Menschenrechte. Als so ein bisschen Oberbegriff. Mein Name ist André Humko, ich bin auch wie Nima Mitglied des Bundestages für Die Linke seit 2009, komme aus Aachen und bin zusätzlich auch in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg tätig und bemühe mich im Rahmen meiner parlamentarischen Tätigkeit, wo ich sehr viel auch unterwegs bin, auch reisen kann, in allen Ländern Kontakt zu sozialen Bewegungen, zu Arbeiterbewegungen, zu Oppositionellen aufzubauen und habe sozusagen das Glück dabei, mit Akteuren so unterschiedlicher Länder zusammengekommen zu sein in den letzten 4 Jahren, wie Mexiko, wie Marokko, wie Türkei, Kasachstan, Kirgisistan, wie ich gerade war, und natürlich die europäischen Länder. Das ist, verstehe also als Teil meiner politischen und parlamentarischen Tätigkeit natürlich zum einen das Parlament auch als Bühne zu benutzen, wie es sozusagen traditionell in der marxistischen Theorie der Fall ist, aber versuche auch, möglichst alle Werkzeuge, die es sozusagen gibt als Parlamentarier, zu nutzen, um auch in Gefängnisse zu gehen, um mit politischen Gefangenen in sehr unterschiedlichen Ländern zusammenzukommen und daraus und auch zur Vernetzung auch ein bisschen beizutragen der verschiedenen Strömungen in Europa und weltweit. Zum Thema Revolution und Demokratie. Ich glaube, dass das insofern aktuell schon auch ein Thema, in dem wir uns hier als Menschen, die sich überwiegend als revolutionäre Marxisten, als Internationalisten verstehen, auseinandersetzen sollten. Wir haben so unterschiedliche Phänomene in den letzten Jahren erlebt, wie die Bewegungen im Nahen Osten, also maßgeblich im arabischen Raum, die nach meiner Einschätzung ja jetzt keine klassischen Arbeiterbewegungen sind, auch wenn die soziale Dimension dieser Bewegung eine große Rolle gespielt hat, sondern die auch Bewegungen waren, die sehr massiv die demokratische Erneuerung, die demokratische Revolution der jeweiligen Staaten gefordert haben. Also wir haben das in Tunesien erlebt vor 2 Jahren, wo die blutige Ben Ali-Diktatur gestürzt wurde. Und auch wenn diese Bewegungen sozusagen Klassenbewegungen waren, so waren sie auch zugleich Bewegungen für eine Demokratisierung dieser Region. Das gleiche gilt für Ägypten. Ich will jetzt nicht darüber diskutieren, wie der sogenannte arabische Frühling sich entwickelt hat, die ja vielleicht auch Enttäuschung hervorgerufen hat, ob wir in einem arabischen Winter leben. Das ist nicht mein Thema, sondern mein Thema ist eigentlich, dass die Frage der Demokratie eine ganz, ganz große Rolle spielt in diesen Bewegungen. Und eine zweite Dimension, kurze Zeit später, das ist vielleicht gar nicht mehr so in Erinnerung, das war ja 2011, Ägypten, kurze Zeit später hatten wir in Spanien eine sehr massive, breite Bewegung, auch nicht kein klassisch traditioneller Klassenkampf, diese sogenannte Demokratia Real Yad-Bewegung, also echte Demokratie jetzt, wo Millionen Plaza de Sol und vergleichbaren Plätzen in ganz Spanien auf der Straße waren, die traditionell sozusagen vorher nicht in Erscheinung getreten sind. Und das Gleiche hat sich ähnlich in Griechenland wenige Monate später mit der Syntagma-Platz-Bewegung fortgesetzt.
und ist übergegangen im Herbst 2011 in diese sogenannte Occupy-Bewegung, auch in den USA und so weiter und so fort, die dann schon sehr viel klarer, ich sag mal auch ein Element eines Klassenbewusstseins entwickelt hat, 99%, also gegen die 1% der Finanz- und Wirtschafts- und Staatselite gerichtet waren. Ich will sozusagen darauf hinweisen, dass es nicht nur im arabischen Raum solche Phänomene gibt, sondern auch im europäischen und internationalen Rahmen. Ich war zum Beispiel im Oktober 2011, als dieser internationale Aktionstag war, der Occupy-Bewegung, war ich gerade in Mexiko und auch dort auf dem zentralen Platz der drei Kulturen war es, glaube ich, gab es etliche tausend Menschen, die da demonstriert haben. Es war so ein internationales Phänomen. Der dritte Grund, warum ich glaube, über das Verhältnis Demokratie und Revolution zu diskutieren sinnvoll ist, ist, dass der Kapitalismus oder auch konkret seine konkrete Exekution gegenwärtig in Europa, also die Troika, in den Krisenländern Vorgänge einleitet, die eigentlich Demokratie, nicht nur Sozialstaatlichkeit, sondern auch demokratische Abläufe in Frage stellen und das sozusagen das Krisenregime innerhalb der EU darauf hinausläuft, meines Erachtens auch in Europa traditionell eigentlich für sicher geglaubte demokratische Standards in Frage zu stellen, auch in den nächsten Jahren. Nach meiner Einschätzung ist sozusagen diese Krisen, die Art und Weise, wie auf europäischer Ebene insbesondere in den Krisenländern als sozusagen Musterländer erstmal agiert wird, sozusagen ein Vorbote auf das, was möglicherweise auf ganz europäisch, gesamteuropäischer Ebene kommt. Und ich glaube, auch das sollte uns darüber nachdenken lassen, welches Verhältnis wir auch, sage ich, zur Verteidigung bestimmter demokratischer Errungenschaften innerhalb der EU, innerhalb unseres Landes beitragen können. Wissentlich natürlich, dass es immer auch eine bürgerliche Demokratie ist und auch letztlich eine im Rahmen einer Klassengesellschaft entstanden ist. Es ist deshalb kein Zufall gewesen. Hier in Köln fand vor einem Jahr ein großer Kongress statt, Kapitalismus versus Demokratie, der enormen Anklang hatte, mehr als 1000 Menschen auch teilgenommen haben. Und weil ich glaube, das wäre meine These, die ich zur Diskussion stellen würde, dass das, was der Kapitalismus über Jahre als eigene Werte oder als eigenes Instrument auch verwendet hat, noch im Kalten Krieg zum Beispiel, als die Gesellschaftsform, die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte entwickelt und verteidigt, sozusagen, also jetzt so eine Dialektik stattfindet, dass es, ich weiß, dass das nie richtig der Fall war, aber es hat ja trotzdem diese Entwicklung in einigen Ländern gegeben, in Europa, dass diese Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte im Augenblick durch die Entwicklung des Kapitalismus selbst massiv in Frage gestellt werden und dass das für die radikale und revolutionäre Linke, glaube ich, auch wesentliche strategische Konsequenzen hat. Ich will vielleicht ein Beispiel bringen, das wenig bekannt ist, oder wahrscheinlich niemandem bekannt ist hier. Ich war vor 3-4 Wochen in Kirgisistan. Kirgisistan ist ein kleines Land, das zwischen Kasachstan und China und Usbekistan gelegen ist, also schon an der chinesischen Grenze. Und dort hat es, die reden selbst, die Menschen in Kirgisistan, reden selbst von zwei Revolutionen, die stattgefunden hat. Vielleicht würde es unsere Revolutionskriterien nicht erfüllen, 2006 und 2010. Und das Ergebnis war, dass es dort eine für die Region vergleichsweise hochentwickelte demokratische
bürgerlich-demokratisch, muss man sagen, parlamentarisch-demokratisch, aber immerhin ein System gegeben hat seit 2010, Mitte 2010. Während sozusagen in allen anderen Ländern drumherum eher autoritäre Regime vorherrschend sind. Und das Interessante, als ich da war, war, dass dieses Parlament, ich habe mich mit den Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen da getroffen, eine Woche zuvor eine Resolution verabschiedet hat, die die Ausbeutung Kirgisistan durch eine kanadische Goldmine und die entsprechenden Verträge, die es in der Vergangenheit gegeben hat oder die es aktuell mit der Regierung und dieser Goldmine gegeben hat, abgelehnt hat, weil sie eben nicht mehr diese Ausbeutung wollen. So, das ist jetzt kein großer revolutionärer Vorgang, aber es zeigt halt, dass sozusagen die Instrumente, die auch demokratisch entwickelt worden sind, also dafür genutzt werden, gegen kapitalistische nackte Ausbeutung, die dort vorherrscht, in Stellung zu bringen. Und ich habe mir dann mal die Börsenkurse angeschaut, also wie relevant ist so eine Entscheidung. Die Aktien dieses Goldkonzerns sind an dem Tag, wo die Resolution entschieden worden ist, um 30% gefallen. Also es hat eine Relevanz deswegen ist meine These, dass es notwendig ist, sozusagen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte neu antikapitalistisch zu definieren und in Stellung zu bringen gegen die Entwicklung des Kapitalismus. Ich will ganz kurzen Ausflug auf die Geschichte machen. Ist insbesondere meines Erachtens in der Schrift von Rosa Luxemburg zur russischen Revolution meines Erachtens ein ganz, ganz großartiger prophetischer Text, in dem sie im Kern die russische Revolution und die Bolschewiki verteidigt gegen die Angriffe der Sozialdemokratie und der deutschen Sozialdemokratie im Kern verteidigt, aber gleichzeitig sagt, dass sie es auffällig findet, dass die Bolschewiki und Lenin und Trotzki seinerzeit großen Bohai machen um die nationale Frage, aber gleichzeitig die Frage der Demokratie relativ gering schätzen. Das ist ihre Kritik auf Basis der Solidarität mit den Bolschewiki in der Schrift zur russischen Revolution. Und ich glaube, es zieht sich ein bisschen durch das 20. Jahrhundert der revolutionären Linken, des Mainstream-Marxismus, des Stalinismus und Marxismus in Anführungszeichen, sag ich mal, des Stalinismus und des Maoismus, aber auch der linken Kritik daran, durchzieht sich meiner Ansicht nach im 20. Jahrhundert eine Unterschätzung dieses Aspektes, die mit dazu beigetragen hat zur eigenen Schwäche der revolutionären Linken und auch dann auch mit dazu beigetragen hat zur enormen Fraktionierung der verschiedenen Strömungen, die es sozusagen an linker oder erneuernder Kritik am Stalinismus und am Maoismus gegeben hat. Das mal als These, ein bisschen provokant, um halt hier in die Diskussion zu kommen. Zum Schluss will ich vielleicht nur sagen, vielleicht erinnern an die Internationale, also ihr kennt das Lied, steht auf, verdammt in dieser Erde, es endet damit, erkennt das Menschenrecht, also auch der scheinbar von vielen für bürgerlich erachtete Begriff des Menschenrechts wird als Ziel in dem Lied der Internationalen proklamiert. Und ich glaube, dass es notwendig ist, heute sozusagen auch das Menschenrecht gegen die Entwicklung des Kapitalismus zu verteidigen und auszubauen. Soweit als Einleitungsbeitrag von meiner Seite. The thing is, we have two leaders. I'm sorry, I would like to ask you if it's possible, if this part, but I didn't hear it,
to translate for the comrade Mazyar about the revolution in Russia. I didn't hear what you said. I was that busy. In English or in English, yes. Just the part what I said about the critics of Rosa Luxemburg on Bolshevik? Yes. Was just this part. Yeah? There was when in 1917 Rosa Luxemburg wrote a very far viewing, in my point of view, far viewing text on the Russian Revolution. And the core of this text was to defend Lenin and Trotsky and the Bolsheviks against the social democratic attacks. But in defending them, she criticized some elements of the politics, especially she saw a contradiction between, on the one hand, that the Bolsheviks made lots of references to the national question, and on the other hand, took very not serious the question of developing democracy, especially democracy. So, and I was referring to this text, and I think it's a bit a tragic history of the radical left of the 20th century, that of course, as well as in the dominant traditions, I would not really see as Marxist traditions like Stalinism or Maoism, but as well on the left-wing criticism that the traditional ideas of democracy and human rights and rule of law has no great impact in their theories. And I think looking to the situation now in 2013, I think this is an important aspect to reflect on this and maybe to do it better in the future. Thank you. The plan was to have two readouts and after them the discussion.